Verehrte Festgäste, der Prorektor der Universität des Samnium schrieb mir zum heutigen Jubiläum und zur außerordentlichen Ehre der Ordensverleihung durch Sie, Herr Botschafter. Er schrieb mir die Worte: Scientia potentia est. Dies stammt im Prinzip von Francis Bacon in seinen Meditationen über das Heilige. Das Heilige heißt es 1597: Nam medica scientia potestas est. Denn auch die Wissenschaft ist Macht. Wenn aber ein heutiger Mathematiker wie Maximus Quillante dies zitiert, liegt die Verschiebung von potestas zu potentia nahe. Und damit zu einem heutigen Verständnis von Wissenschaft als Potenzial zur Entfaltung einer im Körper bereits angelegten Energie. Insofern ist der Satz Scientia potentia est eine gute Beschreibung der Wissenschaftspolitik eines Landes wie Sachsen, das Erden und Ressourcen und in steter Konkurrenz zu anderen aufstrebenden Regionen den Möglichkeitssinn seiner Bürger entwickeln muss, um das Land zur Entfaltung zu bringen. Mit Robert Musil 1930 zu sprechen, ich zitiere: So ließ es der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was eben so gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Zitat Ende. Sachsens Wissenschafts- und Kunstpolitik setzen den Auftrag von Artikel 11 der Verfassung um, in Hochschulen und Forschungseinrichtungen, in Kunstinstitutionen und Kunstprojekten Ermöglichungsräume zu schaffen. Ermöglichungsräume. Das zugrunde liegende Prinzip dabei ist nicht Verteilungsgerechtigkeit, sondern Befähigungsgerechtigkeit. Und das ist ein großer Unterschied, und ich bin gespannt, ob bei dem Prinzip der Befähigungsgerechtigkeit nach dem 31. August sich eine Koalition bilden wird. Meine Damen und Herren, was hat das gerade Gesagte mit Polen und der gerade erhaltenen Auszeichnung zu tun? Ich darf drei Beispiele nennen. 1996 verlegt mir das Institut aus dem Ministerium hinaus direkt auf die Grenze, Ukraine, auf die Grenze in den slawischen Sprachen, in die Europastadt Görlitz, Oberbürgermeister, Skorzenitz, Herr Bürgermeister, hinein. Damit wollten wir mit unseren bescheidenen Kräften den Verfassungsauftrag von Artikel 12 mit Leben erfüllen. Ich zitiere: Das Land strebt grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit an, die auf den Ausbau nachbarschaftlicher Beziehungen, auf das Zusammenwachsen Europas und auf eine friedliche Entwicklung in der Welt gerichtet ist. Einige Väter der Verfassung sind heute bei uns. 1997 vereinbarte ich mit Emil Orzechowski, dass die Jagiellonen Universität in Görlitz erworbenen Schein als Zugangsvoraussetzung für die Abschlussprüfung in Krakau anerkennen würde. Zwei Jahre vor Bologna, bevor man über sowas überhaupt nachdachte, praktizierten wir bereits ein, im Übrigen dann sehr erfolgreiches Doppeldiplom. Grundlage war gegenseitiges Vertrauen. Das gleiche gilt im Übrigen für die Zusammenarbeit mit der heute in großer Delegation vertretenen Universität Pilsch und, wie ich für die Zukunft sagen darf, der Universität Tiflis. Über das Kollegium Pontes wurde schon gesprochen. Ich zitiere hier Norbert Förde, der uns staunend unser Gast war. Staunend übrigens nicht so sehr über das Kollegium Pontes, sondern auch Hörden Joklitschke über ihre gefüllte Kirche Heiligenkreuz. Das Kollegium Pontes, kommentierte Herr Böckenförde, nur so können die Barrieren, die Nationalismus aufgebaut hat und die gerade Ostmitteleuropa zerstört haben, überwunden werden. Ein letztes Beispiel: Mit Zbigniew Kurz von der Universität Breslau studierten meine Studenten und ich die Grenzwahrnehmung diesseits und jenseits der polnischen Grenze. All dies ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Warum aber? Wenn es ein Verfassungsauftrag ist. Und wenn es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, warum sind dann solche Initiativen der selten, dass die Rzeczpospolita Polska, die sie zum Anlass nimmt, eine solche Ehrung auszusprechen? Sächsisch-polnische Initiativen in Wissenschaft und Kunst sollten gemäß Verfassung zum oft geübten Alltag sächsischer Hochschulen und Kunsteinrichtungen gehören. Die Aufmerksamkeit sächsischer und übrigens auch polnischer Kollegen richtet sich aber oft genug in Richtung Atlantik.
Dies hat seinen klaren historischen Grund. Es war ein koreanischer Mittelalterforscher, Lee Deok-soo von der Universität Siena, der den Nachweis führte, dass die Vorstellung von Westeuropa als Kaputt-Europa, als Haupt-Europas, und ich denke, Sie alle kennen die Bilder aus dem 16. Jahrhundert mit dieser Königin Europa und mit dem Haupt Spanien. Ein koreanischer Mittelalterforscher also führte den Nachweis, dass die Vorstellung von Westeuropa als Haupt-Europas, und zwar in einem wertenden Sinn, erst kurz vor Kolumbus auftaucht, im Jahre 1445, und zwar bei Lorenzo Wallner, in einem Buch, in einem Lob des spanischen Königs, des Auftraggebers und Brötchengebers von Wallner. Mittelalterlichen Schrifttum selbst, Herr Botschafter, war das Initium Europae, der Anfang Europas, im Asowschen Meer und am Don verortet, also unmittelbar an der heute so umkämpften Krim und am Donetsk-Becken. Es gibt keine anderen mittellateinischen Quellen als genau diese über das Initium Europae an der Krim. Eine Rückführung unserer westzentrierten Europavorstellung auf ein westzentriertes Karolinerreich, wie viele von uns ja am Europatag regelmäßig begehen. Das wird durch die mittellateinischen Quellen kaum gedeckt. Die atlantische Orientierung ist wesentlich eine Erfindung der Romanisten zu Lasten einer gleichrangigen, ja sogar ursprünglicheren Stellung von Ost- und Mitteleuropa. Nicht Polen ist vor 10 Jahren Europa beigetreten, wie es oft genug auch heute noch in den Gazetten heißt. Nur die mittelalterlichen Vorstellungen von einem Ende Europas in Gibraltar, das wurde vor 500 Jahren erfolgreich umgedreht, mit Folgen bis in unsere unmittelbare Gegenwart. Gute Politik aber, und nun spreche ich zu den 13 Abgeordneten, die hier versammelt sind, ist antizyklisch. Sie sollte das befördern, was dem Mainstream entgegenläuft, hier in Verbindung Sachsens mit Polen in Kunst und Wissenschaft. Die Ernennung von Breslau zur Kulturhauptstadt Europas 2016 ist ein guter Anknüpfungspunkt für eine nachhaltige Erneuerung der Beziehungen zwischen unseren Ländern, die so lange unter einer Krone, Herr Bundestagspräsident, verbunden waren. Und dies nach dem Willen der polnischen Verfassung vom 3. Mai, vom 3. Mai auch noch lange hätten bleiben sollen. Helfen Sie mir, mein neues Offizium zu realisieren, indem Sie, meine Damen und Herren Abgeordneten, sächsische-polnische Verbindung zu Ihrem eigenen Anliegen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie Initiativen, die aus Ihrem Kreis kommen, entsprechend unterstützen würden. Dank der Freundlichkeit des Herrn Landtagspräsidenten Matthias Rösler sind wir hier und heute im Herzen der sächsischen Politik. An diesem Pult sagte am 17. Dezember 1993 Leonore Ackermann, die damalige Vorsitzende des Ausschusses bei der 3. Lesung des Kulturraumgesetzes, Kultur ist Wasser des Lebens. Kultur ist Wasser des Lebens. Und sie übergab mir einen großen Blumenstrauß. Ein fast noch größeren Strauß hat heute das Institut durch die Festrede zum Deutschland protokollarisch höchstrangigen Freund und Experten der Kulturpolitik, Herrn Bundestagspräsidenten Norbert Lammer, erhalten. Und nicht zuletzt durch Sie alle, die aus dem fernen Tiflis oder der nahen Kunstsammlung heute hergekommen sind. Erlauben Sie mir einen Schlussgedanken. Gute Politik versucht, intrinsische Motivationen zu stärken. Im Instrument der Zielvereinbarung finde ich das, was einen Hochschullehrer zutiefst antreibt, nicht wieder. Nicht die Liebe zur Wahrheitsfindung im kollegialen Diskurs, nicht die Liebe zum Wecken der Lust an der Wahrheitsfindung bei den Studierenden. Das oben erwähnte Vertrauen der Kollegen von der Jagiellonen-Universität und vieler anderer mitteleuropäischer Kollegen, Doktoranden und Studenten, das alles spiegelt sich in einer vom Geist des Misstrauens geprägten, sich auf quantifizierbare Parameter zurückziehenden Hochschulpolitik nicht hinreichend wider. Die eigentliche Frage ist doch, wie können Hochschullehrer und Studierende, wie können Künstler und Publikum zu Vertrauen und Neugier befähigt werden? Lassen Sie uns deshalb aus den so positiven Erfahrungen einer vertrauensgeprägten sächsisch-mitteleuropäischen Zusammenarbeit wieder zurückfinden zum Motto Scientia Potentia Est. Ich danke Ihnen.